Die Landschaft in Skyrim, allen voran die Berge, sind schon besonders schön. Jedoch, wenn man schnell von A nach B kommen will, dann nerven die Berge doch ganz schön ab. Schließlich versperren sie jeden vernünftigen Weg, um schnell irgendwie ans Ziel zu kommen. Gott sei Dank gibt es dort einen geheimen Trick, wie wir leicht über die Berge rüberkommen können. Unser Charakter kann bis zu einem gewissen Grad selbst die Berge von Skyrim erklimmen, aber ab einem gewissen Punkt geht es dann einfach nicht mehr weiter. Das gilt jedoch nicht für die Pferde in Skyrim. Mit diesen können wir nämlich munter über die Berge reiten. Laut Bethesda ist das Ganze auch Absicht, schließlich sind die Pferde in Himmelsrand etwas robuster und haben auch keine Probleme, über Stein und Fels zu gelangen. Die Wahrheit liegt jedoch in der technischen Natur von Skyrim, um genauer zu sein, in der Engine von Skyrim, die es halt nun mal erlaubt, Pferden über Berge zu reiten. Mit diesem Trick kommt ihr auf jeden Fall schnell von A nach B. Ich bin übrigens der Amemus und hier auf meinem Kanal dreht sich alles rund um The Elder Scrolls und heute stelle ich dir ganze 7 Tipps vor, die du vielleicht noch nicht kanntest. In Himmelsrand verfällt man schnell einer Sucht, nämlich alle Gegenstände in sein Inventar aufzunehmen, die man nur so entdeckt in der Spielwelt. Meine Güte, habe ich wieder viel Krimskram gesammelt. Ehe man sich versieht, ist man überladen und bewegt sich so langsam wie eine Schildkröte. Nun gut, ich glaube, selbst Schildkröten sind dort einigermaßen schneller unterwegs als wir, wenn wir überladen sind. Richtig provokant irgendwie. Abhilfe kann hier ein Begleiter schaffen. Den solltet ihr auf jeden Fall mit auf eure Reisen nehmen. Nicht nur, dass dieser euch im Kampf unterstützt, nein, er kann sogar für euch Gegenstände tragen. Allerdings ist es so, dass auch das Inventar vom Begleiter irgendwann voll wird und ihr nicht mehr alle Gegenstände ablegen könnt. Aber was ist mit dem tollen Nachtigallbogen, den ich hier gesammelt habe? Den muss ich auf jeden Fall auch noch in der 20. Ausführung dringend mitnehmen. Und hier kommt ein sehr einfacher Trick ins Spiel, der nach all den Jahren immer noch funktioniert und nie irgendwie gefixt worden ist von Bethesda. Nicht, dass die jetzt irgendwie Interesse an den ganzen Bugs oder so hätten. Über das Begleitermenü können wir auswählen, dass die Begleiter für uns Dinge tun, beispielsweise Fallen auslösen, irgendwo warten oder halt eben auch Gegenstände aufheben, die für uns interessant sind. Und das tun sie dann trotzdem, obwohl ihr Inventar voll ist. Also leere ich hier schnell einfach mein Inventar aus und anschließend sammelt mein Begleiter einfach die Gegenstände wieder auf, die ich ihm zuweise. Mit diesem kleinen Schummeltrick ist es praktisch möglich, unendlich viele Gegenstände mit auf Reisen zu nehmen und im Inventar von seinem Begleiter abzulegen. Aber was ist, wenn gerade kein Begleiter in der Nähe ist? Und hier kommen wir automatisch zum dritten Tipp, wo wir mal wieder ein Pferd benötigen. Wenn ihr erst gerade euer Abenteuer beginnt in Skyrim, dann spart auf jeden Fall 1000 Gold. Das sollte relativ schnell gehen. Denn mit den 1000 Gold könnt ihr euch überall an jeder größeren Stadt ein Pferd kaufen. Solltet ihr überladen sein, müsst ihr einfach nur auf euer Pferd hüpfen und ihr könnt euch wieder schnell fortbewegen. Aber jetzt wird's noch genialer. Normalerweise ist es nämlich so, dass wenn wir überladen sind, dass wir auch nicht schnell reisen können. Genau hier kann uns plötzlich, ich meine natürlich unser Pferd, helfen. Wenn wir einmal auf dem Rücken unseres Gauls sind, können wir uns nicht nur schneller wieder fortbewegen. Nein, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, schnell zu reisen. Zum Beispiel nach Weißlauf oder Flusswald, wo wir dann zum nächsten Händler kriechen können, um all unsere Sachen zu verkaufen. Aber bevor ihr jetzt zum Händler rennt und all euren Ramsch verkauft, haltet ein, denn hier folgt noch ein weiterer richtig cooler Trick. Sucht auf jeden Fall irgendeinen Obdachlosen auf. Die findet ihr überall in größeren Städten. Wenn ihr mit diesen spricht, habt ihr die Option, ihnen 10 Goldstücke zu geben. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Denn ihr bekommt einen passiven Effekt, der sich Geschenk der Nächstenliebe nennt. Von diesen passiven Effekten gibt es ja einige in Skyrim. Und meistens beachtet man sie nicht. Allerdings haben es zum Teil einige dieser Effekte echt in sich. Und das ist auch bei Geschenk der Nächstenliebe der Fall. Denn der gibt euch ganze 10% mehr auf Redekunst für eine Stunde. Dieser Boni sorgt dafür, dass ihr deutlich bessere Preise bekommt bei einem Händler. Und das ist nicht nur etwas für Anfänger, nein, sondern auch etwas für Veteranen, denn umso höher ihr bei Redekunst hochgelevelt seid, umso höher fällt dieser Bonus aus, denn das Ganze wird mit den 10% multipliziert. Also, dahinter steckt eine komplizierte Rechnung, mit der ich euch gar nicht langweilen will. Auf jeden Fall kriegt ihr mehr Geld und könnt
könnt Dinge besser verkaufen und auch günstiger einkaufen. Also, ihr wisst Bescheid, das nächste Mal, wenn ihr einen Obdachlosen in Himmelsrand seht, denkt schön an euch selbst und spendet etwas Geld. Gerade am Anfang sieht man sich als Spieler in Skyrim vor einer großen Herausforderung. Wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, sammelt man sehr viele Gegenstände und das Inventar quillt schnell voll. Da wäre es praktisch, wenn man einen Ort hätte, wo man diese Gegenstände ablegen könnte. Das Problem ist nur, Spieler zu Hause ermöglichen uns das zwar, kosten aber einen Haufen Geld. Geld, was wir am Anfang nicht haben. Zum Glück gibt es in Skyrim eine alte verlassene Hütte, die komplett für euch kostenlos ist und wo ihr euren Ramsch ablegen könnt, den ihr vielleicht später nochmal benötigt. Besser gesagt, wir tricksen eine Mechanik des Spiels etwas aus. Mal wieder. Im Fürstentum findet ihr nämlich die Alchemistenhütte. Diese befindet sich am Rande der Jeralberge, an der Straße zwischen Rifdorn und Helgen. Ist eigentlich nicht zu übersehen. Das Besondere an dieser Hütte ist, dass sie von keiner Fraktion, also Banditen, Magiern oder weiß ich nicht was alles, beansprucht wird. Sie steht einfach leer und ist damit für uns Spieler komplett zugänglich. In der Hütte finden wir einen kleinen Beistelltisch und diesen können wir für unsere Zwecke komplett nutzen und unsere Gegenstände dort ablegen. Da hier keiner wohnt und keiner Anspruch auf diese Hütte erhebt, können die Gegenstände aus dem Beistelltisch für mindestens 30 Tage lang nicht verschwinden. Ihr könnt hier also bequem eure Sachen ablegen für mindestens 30 Tage im Spiel. Wenn die 30 Tage ablaufen, müsst ihr einfach nur dorthin gehen und einen Gegenstand ablegen oder wieder rausholen. Und das tut man ja innerhalb von 30 Tagen relativ häufig. Und dann wird dieser Timer immer wieder resettet. Somit habt ihr einen kostenlosen Ort, wo ihr eure Gegenstände bunkern könnt. Bevor ich dir jetzt einen richtig coolen Tipp verrate für angehende Schmiede, zeige ich dir noch ganz kurz eine Kleinigkeit, die gerne von vielen übersehen wird. Und das ist die Tastenbelegung. Tatsächlich war ich ziemlich erstaunt, als ich gehört hatte, dass viele Leute gar nicht wissen, dass man die Tastenbelegung in Skyrim verändern kann. Dafür müsst ihr einfach nur in die Einstellung gehen, unter System, und unten findet ihr dann den Punkt Steuerung. Und hier seht ihr, wie alle Tasten belegt sind. Ihr könnt das tatsächlich hier auch ändern. Wählt einfach ein Steuerungselement aus, was für euch relevant ist. Zum Beispiel das Sprinten ist in Skyrim auf Alt gestellt, was ich ziemlich nervig finde, weil bei den meisten anderen Spielen das halt nun mal auf Shift ist. Und so kann man das Ganze relativ bequem umstellen. Wenn ihr dieses Menü ganz einfach mit Escape wieder verlasst, dann wird das Ganze automatisch abgespeichert und ihr habt halt eine Taste umbelegt, was ziemlich praktisch ist. Kommen wir nun zum absoluten Geheimtipp, wenn es darum geht, als Schmied groß zu werden in Himmelsrand. Und dafür muss man ja regelmäßig in irgendwelche Minen rennen, um halt Erze abzubauen. Wenn wir dann erstmal in der Mine sind, können wir ganz bequem mit einer Spitzhacke Erze abbauen. Dazu drücken wir klassischerweise E, wenn wir halt eine Stelle gefunden haben, und schon erscheint diese Animation und das Erz wird halt abgebaut. Es gibt aber hier einen Weg, der deutlich schneller ist. Dieser Weg ist so offensichtlich eigentlich, dass es lustig ist, dass nach all den ganzen Jahren immer noch Menschen diesen Trick tatsächlich nicht kennen. Statt an die Stelle zu gehen, E zu drücken und dann die lange Animation abzuwarten, könnt ihr die Spitzhacke auch einfach ausrüsten als Waffe. Die ist nicht so wirklich effektiv im Kampf. Dafür solltet ihr sie auch nicht verwenden, aber ihr könnt jetzt einfach in der Mine mit der Spitzhacke auf das jeweilige Erz einhauen und schon wird das Ganze abgebaut. Wenn ihr so wild um euch schlägt, als ob ihr Amok läuft in der Mine, könnt ihr deutlich schneller Erz abbauen, als wenn ihr jedes Mal diese langsame Animation abspielt, indem ihr halt die E-Taste drückt. Hier geht es jetzt weiter mit 10 grundlegenden Tipps und Tricks für mehr Spielspaß in Skyrim. Klickt dich dort gerne rein, bleibt gesund, bis dann, euer Amemus.